Wo bin ich hier? Warte mal, ich habe drum was vergessen. Reve. Hab doch hier noch irgendwas gesehen, oder? Hab ich ja doch nichts mehr gesehen? Okay, dann nicht. Ja, aber ich habe auch Pesche probiert. Ja, das ist... weiß ich nicht. Na, da sind sie ja. Wir haben sie... Wir hier. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Runter. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad... unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles... dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das Sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie scheint mir... sind der Schlüssel zu all dem. Wir... sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Hof scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Ah!
Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Hogwarts Legacy, ich habe so Lust durch die Welt zu laufen und ja, und jede mögliche Ecke mitzunehmen. Geil! Freut mich! Ah, ich will durchs Schloss laufen, ich hab so Lust. Ui! Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun? Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas, Nigellus, Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ach, der schöne Hut. Mal gucken, welchem Haus ich zugeteilt werde. Wie ich schon gesagt habe, ich werde die Möglichkeit nochmal nutzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ich will eigentlich mehr erkunden, als ich mich auf den Unterricht freue. Also... Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Oh doch, du hast ein tapferes Herz
wahrhaft mutig und keine Angst vor dem Unbekannten. Nicht wirklich. Du bist bereit, allein voranzugehen, wenn es sein muss. Vielleicht gehörst du nach Gryffindor. Nein, wir wollen... Ich habe das ja ganz schon mal über die Webseite gemacht und da kam es ja auch schon so, dass ich zu Gryffindor gehöre. Aber Gryffindor kennt man ja schon. Ich möchte ganz gerne... Aber eigentlich doch. Schwierig. Ich glaube, ich mache hier mal ganz kurz eine 5-minütige Pause und dann entscheide ich mich, ob ich Gryffindor gehe oder nicht. Also wie gesagt, kurz 5 Minuten weg, dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Ich habe mittlerweile Hunger. Das geht doch auch. Eine Stunde werde ich noch machen. Eine Stunde. Und ich glaube, ich werde bei Gryffindor bleiben. Jupp. Ich, oder? Weiß ich nicht. Wir könnten halt auch so Hufflepuff. Dann ist was. Ja, nach dem Stream. Ravenclaw würde mich auch interessieren. Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Haus Slytherin, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Aber ich würde mich eigentlich mit Hufflepuff eher vergleichen. Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Ehre. Ich bin treu, definitiv. Jetzt sag bitte nichts Falsches, danke. Geduld, bin ich auch. Fleiß hängt manchmal. Intelligenz, weiß ich nicht. Kreativität und Scharfsinn. Scharfsinn, auch nicht wirklich, aber Kreativität. Schwierig, schwierig, schwierig. Haus Slytherin, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Das bin ich definitiv nicht. Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Wir gehen Ravenclaw. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Wir bleiben bei Ravenclaw. Los geht's. Du gehörst nach Ravenclaw. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Und wie heißt das Rätsel? Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder ein Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Okay, ich dachte, ich muss es selber beantworten. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht.
Danke. Oh, mein ganzer Körper, ich hab Gänsehaut. Oh, was ein schönes Bild. Und da sind wir auch schon angekommen. Ravenclaw. Niemand da. Alles? Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Das sollte ich tun, nachdem ich mich umgeguckt habe. So, ich hoffe, ich verdecke mir die Karte, ne? Warte mal, ich muss auch ein letzter, warte mal, noch ein letzter Schnitt, die Karte. Nee. Machen die jetzt sich hier hin. Drehen die ganze Gedöns nochmal. Und hoffen, dass das so passt. Ich hoffe, das stört's nicht. So, ich habe dreimal meine Kamera geändert. Cool. Ja, es ist auch sehr blau gehalten zu Ravenclaw. Gott. Oh, wie schön. Warte mal, kann ich die Kamera vielleicht auch noch ein bisschen weiter hinter machen? Die ist ein bisschen gefühlt zu nah dran, ne? Nervt ein bisschen. Wo konnte ich denn das? Was? Hochskalierungsbildungsschärfe? Ne, V-Sync ist an, okay. Sichtfeld. 5. Irgendwie hat das jetzt gar nichts geändert, schade. Was ist das denn? Ah. Okay, so eine kleine Zielhilfe. Okay, aber ich kann die doch wahrscheinlich... Nee, so kann ich gar nicht angehen. Doch, geht auch, oder? Da haben wir noch einen guten Stapel. Okay, doch. Lol. Haha, wie geil. Was haben wir denn hier? Ablaby Arrows. Okay, ich glaube, das hat was mit Quidditch zu tun. Aber Quidditch, wie wir gerade gehört haben, fällt ja leider dieses Jahr aus. Ziemlich schade, wenn ich ehrlich bin. Schöne Blumen. Geht das? Oh, ja. Das, wollte ich nicht. Oh, da, Entschuldigung. Geht noch was kaputt? Nein, okay. Wir sollten einfach... Ja, wir haben hier... Wir haben nichts gemacht. Wir gehen einfach. Okay. Wir haben... Wir müssen nach oben, wir gehen erstmal runter. Wir gucken uns erstmal um, bevor wir gleich weitermachen. Wir starten nicht hier schnell durch. Ich ganz entspannt erstmal ein bisschen durchgucken. Und ja, hier geht es gerade schon weit runter. Kann ich hier rein? Ah, okay, das ist aber ein anderer Gemeinschaftsraum. So, warte mal, ist hier unten noch irgendwas? Bevor wir hochgehen? Ein weiterer Gemeinschaftsraum. Was ist das denn? Oh. Okay. Schön. Keine Spiegelung, aber... Oh ja, war ein kleiner Leck. Achso. Was ist, wenn ich auf Toilette muss? Dann gehe ich hier... Natürlich. Ui. Okay, das ist... ja, gut, das ist... Vielleicht für irgendwann mal, aber nicht jetzt. Ich würde ganz gerne die Spielung anhaben, aber ich habe dann actually Angst, dass hier ein Rechner abkackt. Gut. Hier ist doch nur weiter ein anderer Gemeinschaftsraum, ne? Aber hier ist auch keiner, oder? Sind die alle oben? Oh, hier ist eine Kiste. Wie verschlossen auf Stufe 3. Finde ich ja frech. Das finde ich frech. Okay, dann gehen wir mal oben zum Questmarker. Und gucken, was uns da erwartet. Warte mal, von hier komme ich, ne? Hier war ich doch, oder? Ja, sieht so aus, als hätte ich alles kaputt gemacht. Hier war ich schon. Okay, dann gehen wir weiter hoch. Ah. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Ah. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Oh. Wie groß. Ich kann noch kein... Oder? Nein, das geht noch nicht. Was ist denn hier? Hausruhe platzieren. Okay, da wir haben noch gar nichts. Oh. Neue Fünftklässler. Hi. Der wohl hier kommt. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Findest du? Schade.